Interview und Analyse zum sechsten Rennen. Sechste Tagesprüfung, auch in den Amateurrennen mit der Startnummer 6 Chespai BMG. Ein sehr treuer Patron. Da sind aber jetzt auch wieder Gegner drin. Zum Gewinnen wird es abermals nicht leicht. Er wird jetzt wahrscheinlich wieder seine Leistung bringen. Wo die hinführt, wird man dann sehen. Wird man sehen, aber ich würde ihn in dem Rennen auch nicht ganz abschreiben. Er hat ja immerhin gute Platzierungen da stehen und er hat auch schöne Leistungen gebracht, im heurigen Jahr schon, die ihn durchaus befähigen würden, da vorne mit dabei zu sein. Ich gehe echt davon aus, dass er vorne mit dabei ist. Sechste Rennen des Tages mit der 5 Delta Venus. Bist am Start. Du wirst mir jetzt sagen, das letzte Mal hat es einzig und allein der Fahrer vergeigt. Aber das ist, würde ich so gar nicht sagen. Das ist einfach Rennverlauf hängen geblieben, leider in zweiter Spur, ohne Führpferd, was auf 2,6 alles andere gut ist. Performance des davor waren aber auch nicht ganz so, wie ich das vorgestellt habe. Wird das heute anders sein, wenn sie jetzt die Arbeiten hergeben? Oder was ist deine Meinung heute zur Delta? Na, Delta ist ein Pferd, das eigentlich immer gut arbeitet. Ja. Aber man merkt halt dann in den Rennen, dass es eben nicht so gut drauf ist, wie wir das halt immer erhoffen oder glauben oder wie es halt die Arbeitsleistungen hergeben. Aber aufgrund der hohen Temperaturen oder zu erwartenden hohen Temperaturen, oder es ist ja richtig warm, auch gerade im Vergleich zu uns, wir sind da auf fast 1200 Meter und da ist da um einige Grad kälter. Das ist natürlich heute nicht gewohnt, aber wir haben es jetzt geschert. Das heißt, das wird ja wahrscheinlich ein bisschen helfen, zumindest heute. Und grundsätzlich, wie gesagt, sie arbeitet gut. Ich möchte jetzt einmal keinen so aufwendigen Rennverlauf bieten oder ja, servieren, weil das letzte Mal war natürlich nicht gut und schon gar nicht für den Kopf. Und jetzt hoffen wir, dass wir mal ein bisschen ein Glück beim Rennverlauf haben und dann können wir auch vorne dabei sein. Vorne dabei sein, letztes Jahr war, glaube ich, ein Rennen eben, da hat alles gepasst. Du hast ja dann drüber geflogen. Das heißt, sie kann das noch immer oder hat sie das verlernt irgendwie seit dem Herbst? Nein, sie ist halt, seit sehr langer Zeit hat sie jetzt immer diese Form, die sie mal gehabt hat. Ja, das muss, so ehrlich muss man sein. Sie ist auch nicht mehr so gehfreudig oder nicht mehr so motiviert. Sie lässt sich halt ein bisschen hängen, weil sie halt, ja, ein bisschen in die Jahre gekommen ist vielleicht auch schon oder wir sie halt einfach nicht mehr schaffen, auf dieses Niveau, das sie schon mal gehabt hat, zu bringen. Und, aber ich glaube, wenn der Rennverlauf passt, dass sie dann schon noch so weit ist, dass sie so ein Rennen, gehört sie natürlich zwar schon wirklich gute Pferde drinnen, aber wenn das Rennen passt, dann kann sie schon mitlaufen zumindest. Sechste Rennen fährst du jetzt nicht selber, aber einen, den du bestens kennst, ist Jess Tolstoy. Rennen schaut sehr gut für ihn aus. Allerdings, letztes Mal im März-Handicap mal ein bisschen irritiert gehabt. Ihr seid dann zurückgefallen auf der letzten, bei den 500 Meter bis im Schlusspunkt. Dann ist er nochmal aufgekommen. Ist normalerweise eigentlich sehr ungewöhnlich für ihn. Normalerweise zieht er sich immer einlaufend am Weg zurück. Das glaubst du, was mit dem Alter zu tun oder war es einfach Rennverlauf, Tagesverfassung, war jetzt keine typische Situation für ihn? Ja, er ist schon ein bisschen Professor, also er macht einmal solche Stops im Schlussbogen, da macht er sich sehr gerne und dann zieht er wieder an im Einlauf, diesmal hat er schon weit früher gemacht, warum auch immer. Professor, der taucht wahrscheinlich 2,6, das würde nicht mehr laufen, aber ich habe dadurch das Rennen eigentlich verloren, weil ich war mir nichts mehr in der Hand gehabt und habe eigentlich 2-3 Positionen verloren. Und von einer super Position aus ist so ist er mein Medium, mit dem muss man halt leben. Aber das Rennen, so wie heute zum Beispiel, schaut eigentlich recht günstig aus. AT8 ist vielleicht ein bisschen störend, aber er fängt dermaßen gut an und er wird das ausnützen, wird seinen Hansebreinen mitgeben. Und ja, wenn er seinen Tag hat, das kann ich jetzt nicht garantieren, aber wieder die schon, denke ich, schlagen können.